Wir sind heute in Simmern bei Müller, BMW Müller. Neben mir steht der Paul Groß. Hallo Paul. Hallo. Stell dich mal kurz vor, was genau machst du hier bei BMW? Mein Name ist Paul Groß. Ich bin seit 12 Jahren bei Müller Dynamik als Verkaufsberater tätig und verkaufe Neuwagen, Gebrauchtwagen, Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge. Also bist schon länger dabei, okay. Und wir haben heute ein ganz besonderes Angebot. 83.530 Euro kostet dieser BMW. Ein ganz besonderes Angebot. Erzähl mal was drüber. Das ist der BMW X3 M40i als LCI, das heißt ein Facelift-Modell mit 360 PS und 500 Newtonmetern. Das Fahrzeug sprintet von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden. Oh, okay. Bist du schon Probe gefahren? Wir sind den auch schon Probe gefahren und man sieht auf den ersten Blick nicht, was so ein SUV an Power hat. Aber wenn man dann drin sitzt, dann macht das schon Spaß. Also der zieht ordentlich an. Sehr cool. Ja, wir gehen einmal drumherum, schauen uns das Fahrzeug von außen an und gehen auf ein paar Details ein. Jetzt ist mir hier schon was aufgefallen. Die Optik an den Spiegeln, das sieht ja auch cool aus. Hat das einen bestimmten Grund, dass das so zur Seite geht? Genau, also der BMW X3 M40i als M-Performance-Modell hat die Spiegel von dem X3 M und der hat hier noch den verlängerten Steg. Mhm. Und hier auch so Lüftungseinlässe? Genau, hier unten haben wir Lüftungseinlässe, hier oben haben wir noch das M-Emblem. Dann haben wir die 21 Zoll Felgen vom M-Sport-Paket und den Seitenschweller, der gehört auch zum M-Sport-Paket. Ja, blaue Bremssatteln, ist das richtig? Genau, das ist die M-Sport-Bremse, die gehört ebenfalls zu dem M-Aerodynamik-Paket. Mhm. Wir können gerne auch noch mal vorne schauen. Also insgesamt eine extrem sportliche Optik. Genau, zeig mal noch vorne. Da sieht man auch viele, viele sportliche Details und ich würde mal sagen, eine aggressive Optik. Genau, so. Der hat die M-Stoßstange vorne und die neue Doppelniere. Die ist etwas größer als beim Prä-LCI. Dann sehen wir hier das Laserlicht mit den blauen Elementen. Das ist das beste Licht, was man bei BMW ordern kann. Also ist das auch ein Laserlicht, kein LED-Scheinwerfer? Das ist ein Laserscheinwerfer, korrekt, richtig. Okay, also man sieht damit nochmal 200 Meter weiter als mit LED-Scheinwerfern, genau. Ist das auch so adaptiv? Es gibt es ja auch, dass es irgendwie Gegenstände erkennt und dann ein bisschen abblendet. Korrekt, oder merkt, richtig. Wenn jemand entgegenkommt, dann erkennt das Fahrzeug das und dann wird derjenige nicht geblendet. Mhm. Natürlich Parksysteme und noch eine Frontkamera. Genau, das Fahrzeug ist mit Parking Assistant Plus ausgestattet. Das heißt, ich habe diverse Kameras in der Front, in den Seitenspiegeln und im Heck und kann beim Einparken dann das Fahrzeug quasi aus der Vogelperspektive sehen, sodass ich links und rechts sehe, ob da irgendwelche Hindernisse sind. Mhm. Und der Lack, das ist natürlich hier im Autohaus, sieht man das besonders gut. Siehst du das mit der Kamera? Ja. Das ist ja, wie heißt die Farbe? Das ist Sophistograu Brillant Effekt Metallic. Wenn man jetzt genauer schaut, dann sieht man auch diese Brillant-Elemente da drin. Ja, also sehr cool. In der Sonne hat das natürlich nochmal eine richtig schöne Optik. Ne? Richtig cool. Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter drum. Mal ins Heck, oder? Ja, wir gehen nur ans Heck. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar sportliche Details zu sehen. Genau. Oh, ja. Das sind die neuen Lichtelemente von dem BMW X3 LCI. Mhm. Die haben diese 3D-Optik und sind etwas abgedunkelt. Dann haben wir hier hinten den Heckdiffuser mit den trapezförmigen Auspüffen und bei dem sind es tatsächlich echte Auspüffe, also nicht nur Optik. Ne? Ja, nicht nur einer, der funktioniert, der andere, also er hat zwei. Korrekt, echte. Richtig, genau. Dann haben wir hier auch noch die Sonnenschutzverglasung, die abgedunkelten Scheiben hinten und an der Seite. Mhm. Und wir sehen hier nochmal die Rückfahrkamera. Ne? Gut, dann machen wir den Kofferraum auf. Genau, das Fahrzeug ist mit Komfortzugang ausgestattet. Das heißt, ich kann den Kofferraum entweder per Schlüssel öffnen, aus dem Inneren des Fahrzeugs, durch Antippen des Tasters oder halt mit dem Fuß. Ne? Ah, also wenn ich die Hände voller Einkaufstaschen habe, das kennt man so. Und wir haben hier noch eine spezielle Vorrichtung zum Sichern von der Ladung. Korrekt, richtig, genau. Also wenn wir jetzt Koffer haben, dann können wir die an den Ösen befestigen. Wenn wir eine Einkaufstasche haben, dann können wir die hier aufhängen, sodass die im Fahrzeug nicht hin und her rutscht. Mhm. Dann haben wir hier einen flachen Ladeboden und hier unten auch nochmal Stauraum für Kleinigkeiten. Ersatzreifen ist nicht dabei? Ersatzreifen gibt es bei dem Fahrzeug nicht. Das Fahrzeug ist mit Notlaufeigenschaften ausgestattet. Das heißt, wenn ich eine Panne habe, bekomme ich ein Signal vorne im Cockpit und kann dann mit gemäßigter Geschwindigkeit noch bis zur nächsten Werkstatt weiterfahren. Mhm. Okay. Die Sitze lassen sich natürlich auch umklappen, um das Kofferraumvolumen zu erhöhen. Wie viel Volumen ist da drin? Weißt du das auswendig? Das Fahrzeug hat 550 bis 1600 Liter Kofferraumvolumen. Wow.
Da ist Platz. Genau. Da kann man auch mal einen Umzug mit planen. Korrekt. Oder wenn man mal größer einkaufen geht. Ja. Wir haben hier dieses Heckrolle, das kann ich manuell hier befestigen. Ja. Und ich habe die Option, das per Knopfdruck hier komplett zu entnehmen, wenn ich eine größere Fläche haben möchte, ne? Um das Kofferraumvolumen zu vergrößern. Wie viele Kästen Bier bzw. Softdrinks würden da reinpassen? Also ich schätze mal, dass man da 8 Kästen Bier reinbekommt. Und was haben wir hier? Haben wir auch noch so, nochmal Gurte, um auch nochmal zusätzlich was zu sichern, damit nichts rumrollt. Weil ich habe das jetzt auch das Problem, ich habe einen großen Kofferraum und wenn ich da mal eine Flasche Wasser drin habe, dann kann ich die nirgendwo so richtig sichern und während ich fahre, rollt die ganze Zeit hin und her. Aber hier, genau, wenn ich mal entweder da oder da festmachen. Genau, also hier haben wir wirklich, das Fahrzeug ist im Kofferraum so ausgestattet, dass ich wirklich alles befestigen kann, ob ich jetzt in Urlaub fahre oder einkaufen fahre. Ich habe kein Problem, dass da irgendwas hin und her rollt oder rutscht, ne? Und was würdest du sagen, ist so die Zielgruppe für dieses Fahrzeug? Es ist ja SUV, es gibt den X1, X2 gibt es auch. X2 gibt es, X3, X4, X5, X6 und X7 mittlerweile. Also die volle Ausstattung, also ist das so die, von der Größe her, wie würdest du das einschätzen? Also das Fahrzeug, das kann sowohl jung als auch alt fahren. Mhm. Die Zielgruppe, die kann man da nicht wirklich eindeutig definieren. Der Vorteil ist halt wirklich, dass man viel Nutzfläche hat. Ja. Ne? Gegenüber dem Sportwagen und ob jung oder alt, jeder wird mit dem Auto praktisch unterwegs sein können. Mhm. Und auch sportlich natürlich. Ja, bei der Größe auch geeignet für Familien. Ne? Wir haben ja sicher auch Isofix und so verbaut, dass da auch die Kinder gut gesichert sind. Richtig. Wir haben hier einen Benziner. Ne? Das ist ein rein Sechszylinder Benziner mit 360 PS und 500 Newtonmetern. Genau. Okay. Dann gehen wir vielleicht mal nach vorne und drehen gerade mal die Verbrauchswerte ab. Das brauchen wir ja in jedem Video. Ja. Ansonsten muss ich sagen, schickes Ding. Schönes Auto, ne? Vor allem in der Farbe, das steht ihm richtig gut. Mit der Hochglanz Shadowline ist er ausgestattet. Das heißt, er hat auch die schwarzen Nieren vorne und die schwarzen Elemente. Und wir sehen auch, ihr habt ein Leasing-Angebot. Genau, richtig. Das ist jetzt ein Leasingangebot für 800 Euro im Monat mit einer Anzahlung von 17.000 Euro und einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr. Das ist jetzt aber brutto, ne? Das ist brutto, genau. Das heißt, für Gewerbekunden wäre das Ganze einen Tacken geringer. Richtig, da kann man dann die Mehrwertsteuer natürlich entsprechend abziehen, damit man dann den Nettopreis hat. Und je nachdem, wie viel jemand fährt, kann man natürlich die Leasinglaufleistung und die Laufzeit anpassen. Und ich sehe, da vorne sind auch ein paar Kameras verbaut. Das sind dann Lichtsensoren, Regenscheibenwischersensoren und alles. Genau, also der hat vorne in der Scheibe hat er auch noch Kameras. Zum einen ist auch eine Kamera, die die Müdigkeit wahrnimmt. Das heißt, wenn ich unregelmäßig lenke, dann gibt mir das Fahrzeug ein Signal. Und klar, wenn es regnet, stellt der Scheibenwischer die Intensität ein, ob er schnell oder langsam die Scheibenwischer betätigen soll. Ansonsten haben wir hier vorne noch Sensoren. Für die aktive Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion. Okay. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und fahre 130 und mich überholt jemand und wird dann langsamer, dann passt das Fahrzeug die Geschwindigkeit dem Vordermann an und ich kann regulieren, wie viel Abstand ich zum Vordermann halte. Okay, gut. Ich würde sagen, mach mal die Motorhaube auf, sehr dass gerne. Die BMW-Fans auch mal das Innenleben, das Herz des Fahrzeugs sehen. Und er ist auch direkt komplett entriegelt. Ich muss nichts mehr umstellen, also weil bei mir muss ich so einen Riegel umschieben, dass ich die Motorhaube auch öffnen kann. Bei den Modellen ist es so, dass man zweimal zieht und dann ist die Motorhaube komplett entriegelt. Das heißt, ich kann die einfach nach vorne hochklappen und muss mir nicht mehr die Hände schmutzig machen und muss auch keinen Hebel mehr suchen. Ne? Da haben wir den reinen Sechszylinder M-Performance mit 360 PS. Ne? Mhm. Sehr aufgeräumt. Gehen wir mal rein. Genau, dann können wir uns mal gerne reinsetzen. Wir haben hier die Sportsitze, die sind elektrisch feststellbar mit einer Lordosenstütze, die vierfach einstellbar ist. Dann haben wir hier das M-Sportlenkrad mit Lenkradheizung und Einstellung der Assistenzsysteme. Ich kann hier einstellen, wie weit der Abstand zum Vordermann ist. Ich kann hier einstellen eine Geschwindigkeitsbegrenzung, wie schnell ich maximal fahren kann. Dann habe ich auf der rechten Seite den Telefonhörer, mit dem ich Telefonate abheben kann, mit dem ich Telefonate aktivieren kann und die Spracheingabe. Damit kann ich das ganze Fahrzeug per Sprachsteuerung steuern. Mhm.
Also ein ganz normales Multifunktionslenkrad. Haben wir auch ein Head-Up-Display? Ja, ne? Genau, das Fahrzeug hat auch ein Head-Up-Display. Da kriege ich im Head-Up-Display werden dann Informationen angezeigt, wie Navigationsroute, Radio, wenn mich jemand anruft. Also da kriege ich alles angezeigt, was ich mir auswähle. Und wir haben X-Drive nochmal, oder wie es heißt beim BMW? Genau, X-Drive. Damit ist der X3 M40i auch ausgestattet, serienmäßig. Das hat also auch keinen Aufpreis. Wir haben ein 8-Gang-Automatikgetriebe. Wir haben verschiedene Fahrmodi. Wir können zwischen Sport, Eco Pro und Komfort wechseln. Und das Fahrzeug hat zusätzlich noch ein adaptives Fahrwerk, wo ich regulieren kann, ob ich komfortabel oder sportlich fahre. Mhm. Auf der linken Seite haben wir dann die elektrische Memory-Funktion für den Fahrersitz. Da kann ich dann zwei verschiedene Positionen einstellen. Und das kann ich auch für den Schlüssel einstellen. Das heißt, wenn jeder einen anderen Schlüssel hat, dann stellt sich der Sitz so ein, wie der Schlüssel, der betätigt wird. Ja, man sieht auch hier Fahrerprofil einrichten, bestimmt Körpergröße einstellen und so. Und genau. Macht ihr das dann auch automatisch? Wir hatten das, bei welchem Fahrzeug hatten wir das gesehen, dass sich der Sitz auch vollautomatisch dann an die Körpergröße anpasst? Geht das auch oder muss ich da ein bisschen, muss ich das nach meinem Geschmack Also ich machen? Kann mir den Sitz manuell so einstellen, wie ich das gerne hätte. Und dann jedes Mal, wenn ich ins Fahrzeug einsteige und das Fahrzeug öffne, dann passt er den Sitz automatisch so an. Gut, was fällt mir noch auf? Wir haben schwarzen Himmel, das macht es natürlich auch ganz schön sportlich und cool. Genau, zu dem M-Performance-Paket gehört auch der anthrazitfarbene Dachhimmel. Dann, genau, hier haben wir noch induktives Laden, das ist mir noch aufgefallen. Das ist Telefonie mit Wireless Charging, wenn das Handy über die Funktion verfügt, dann kann ich das Handy einfach vorne ablegen und dann wird das kabellos geladen. Mhm. Wenn ich jetzt ein Handy habe, das diese Funktion nicht hat, dann habe ich zusätzlich noch verschiedene USB-Anschlüsse. Vorne rechts ist einer hinten im Vor haben wir auch noch mal zwei USB-Anschlüsse. USB-C sogar. Genau, das sind USB-C-Anschlüsse. Hier habe ich sogar noch einen 12-Volt-Anschluss, wenn es jemand ganz klassisch mag. Ja, ab und zu braucht man das dann doch, ne? Genau. Ja, setz dich mal rein und zeig uns noch ein bisschen die Technik hier innen drin, was ich da alles einstellen kann, weil zum Beispiel hier ist auch eine Beleuchtung. Ist die fix oder kann ich die auch ändern farblich? Also wir haben hier das BMW Live Cockpit Professional. Das kann ich per Touch bedienen oder mit dem iDrive-Controller, den wir hier sehen. Mhm. Die ambiente Beleuchtung, da kann ich mir die Farbe auswählen. Also da gibt es verschiedene Farbmodi. Können wir mal gucken. Ja, die BMW-Fahrer kennen dieses. Also es geht auch per Touch, aber ich kann auch alles mit diesem. Genau, mit dem iDrive-Controller. Jetzt ist hier blau voreingestellt. Hier kann ich jetzt auch Orange nehmen, Bronze. Also das, wo ich gerade Lust drauf habe und was für eine Stimmung ich entsprechend habe. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich kann da alles auswählen. Ist natürlich ein nettes nice to have, kein Muss, aber das macht das Fahrzeug natürlich so komplett zu einem designmäßigen Gesamtkonzept. Korrekt, richtig. Hier drüber kann ich mir die Assistenzsysteme individual konfigurieren. Indem ich auf Individual konfigurieren klicke, dann habe ich eine Frontkollisionswarnung. Da kann ich dann auswählen Früh, Mittel, Spät. Dann gibt es eine Seitenkollisionswarnung, eine Spurverlassenswarnung mit Lenkeingriff. Das heißt, wenn ich von der Spur komme, dass das Fahrzeug mich dann wieder auf die Spur zurücklenkt, kann ich darüber regulieren. Eine Spurwechselwarnung, das heißt, wenn ich jetzt überholen möchte und setze den Blinker und es kommt ein Fahrzeug im toten Winkel, den ich nicht erkenne, dann warnt mich das Fahrzeug am Lenkrad durch Vibration und lenkt mich auch wieder auf die Spur zurück. Und toter Winkel wird der auch, da gibt es ja auch solche Symbole, Warndreiecke, die dann genau, richtig. Angezeigt die werden dann werden. In den Spiegeln angezeigt. Korrekt, richtig, genau. Navi ist dabei, Media natürlich DAB bestimmt. Ne? Genau, DAB-Radio ist vorhanden, Spotify, da kann ich dann mir meine Playlist aufrufen und die Musik hören, die ich gerne hätte. Dann haben wir hier drüber Kommunikation. Da kann ich dann verschiedene Handys verbinden. Mhm. Dann haben wir Navigation. Da kann ich mir dann auch verschiedene Ziele speichern auf den Favoritentasten. Ne? Ja. Diese Favoritentasten kann ich beliebig belegen. Also da kann ich Telefonkontakte speichern, Navi-Ziele speichern, Radiosender speichern. Ne? Also alles, was ich gerne hätte. Auch Menüs kann ich mir da speichern. Wenn ich jetzt zum Beispiel direkt in den Bordcomputer rein möchte, drücke ich die 1 und dann zeigt er mir das Menü vom Bordcomputer. Mhm. Sitzheizung haben wir auch, sehe ich gerade, also genau. Volle Ausstattung. Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, dreistufig einstellbar. Dann habe ich hier die Klimaautomatik, zweizonig, auch für Fahrer und Beifahrer, und individuell einstellbar.
Hinten die Klima? Genau. Ist die auch nochmal separat? Oder? Hinten ist auch nochmal eine Belüftung, wie man da sieht. Da kann man dann auch entsprechend einstellen, wie stark die Intensität ist. Was man hinten, falls man lesen will, gibt es hier sogar auch ein Licht. Genau, das Fahrzeug hat Leseleuchten, sowohl vorne als auch hinten. Ne? Und wenn jemand hinten sitzt, dann kann er sich das aktivieren. Und der obligatorische SOS-Button, der heutzutage auch in fast jedem Fahrzeug ist. Genau, hier finden wir den intelligenten Notruf. Wenn ich den betätige, dann werden die GPS-Daten an ein Callcenter übermittelt und das Callcenter kann dann entsprechend reagieren. Die sehen dann auch direkt, ob irgendwelche Airbags aufgegangen sind und können dann Krankenwagen und Polizei alarmieren. Wie viele Airbags haben wir insgesamt, weißt du das? Das müsste ich überprüfen, das kann ich nicht sagen. Aber es sind sicher die gängigen und die volle Ausstattung in puncto Sicherheit. Genau. Ja, ansonsten haben wir noch Staumöglichkeit hier eine Mittelkonsole, wo auch ein bisschen was reinpasst. Ich glaube, es ist etwas schwierig für den Flo abzufilmen. Hier haben wir auch nochmal eine Lademöglichkeit mit zwei verschiedenen USB-Anschlüssen. Und Handschuhfach gibt es natürlich auch, absperrbar. Genau, das kann ich entsprechend abschließen, wenn ich da irgendwelche Wertgegenstände habe. Dann habe ich hier einmal die verschiedenen Fahrmodi, die ich auswählen kann. Eco Pro, Komfort und Sport. Hierüber kann ich dann die Parksensoren manuell aktivieren. Das sehen wir jetzt hier gleich, genau. Und sehe rechts dann das Fahrzeug aus der Vogelperspektive. Dann, die Kamera vorne kann ich auch anmachen? Die Kamera vorne können wir auch ansteuern. Und das wird. Also einstellen lässt sich da alles. Genau, ich weiß jetzt nicht, wer es macht. genau. Was haben wir hier noch? Das ist die Handbremse, wie man sie klassisch kennt. Die ist jetzt elektronisch, das heißt, die kann ich einfach. Ja, was ich mich frage, wenn denn mal das Knöpfchen kaputt ist, was macht man dann? Dann ruft man am besten bei BMW an. Und wir kümmern uns um alles, genau. Ah, genau. Eine App gibt es auch, ne? Ist die auch mit dem Auto kompatibel? Kompatibel? Ja, es gibt eine MyBMW-App. Kann ich jedem nur ans Herz legen, sich die einzurichten, weil dann kann ich wirklich viele Funktionen und verschiedene Profile anlegen und kann das Fahrzeug wirklich individuell auf mich programmieren. Sehr schön. Der Flo ist nochmal umgestiegen. Ansonsten haben wir natürlich hier ein Display. Was ist das hier? Das ist, da ist eine Müdigkeitskamera. Das heißt, wenn ich jetzt unregelmäßig fahre, dann erkennt das Fahrzeug, dass es mich warnen soll, dass ich mal eine Pause einlegen soll. Okay. Und ich dachte, ich habe die Müdigkeitskamera in der Hand. Noch ist es nicht so weit. Und was haben wir an Verbrauch durchschnittlich, weißt du das? Also es kommt natürlich darauf an, wie jemand fährt, ne? Aber ich würde sagen, das Auto, das kann man, wenn man jetzt normal fährt, zwischen 8 und 9 Litern kann man den fahren. Ja, das ist für 360 PS ist das eigentlich ein... Akzeptabel, ja. Ja, akzeptabel. Ja. Bei der Power, die das Auto hat, da muss man halt auch mal mit ein bisschen mehr Verbrauch rechnen. Richtig, genau. So, Soundsysteme, Boxen, gibt's, ist da was Spezielles sicher bei? Genau, also es ist das HiFi-Lautsprechersystem, was hier verbaut ist. Das ist jetzt nochmal eine Stufe über dem normalen serienmäßigen Soundsystem. Also das hat Power. Ja, es gibt noch eine Stufe höher, das ist das Harman Kardon und das ist das mittelmäßige, aber damit hat man auf jeden Fall auch eine sehr gute Soundqualität. Gut, dann raus. Also, ein schickes Fahrzeug zum Preis von 83.530 Euro bei BMW Müller Dynamik in Simmern. Im schönen Hunsrück. Wir kommen eigentlich aus dem Saarland, hatten ein bisschen Anfahrt, aber ich denke, das hat sich gelohnt. Gibt es sonst noch irgendwas, was du uns verraten möchtest? Spezielle Angebote, oder? Ja. Also wenn irgendwelche Fragen zu dem Fahrzeug sind, kann uns natürlich jeder Kunde kontaktieren und wir rechnen auch gerne ein individuelles Leasing- oder Finanzierungsangebot. Und die Kontaktdaten, die werden natürlich dann entsprechend wahrscheinlich auch eingeblendet. Ne? Oder hier eine E-Mail speziell? Genau, also genau. Man kann auch direkt paul.groß@müller-bmw.com. Gut, also BMW in Simmern. Sollen wir gerade noch einen kurzen Rundgang machen hier bei euch? Na klar, können wir auch gerne. Also wir haben hier, das ist die Neuwagenausstellungshalle, wie man sieht. Wir haben hier einen BMW M3 Competition. Der hat noch ein bisschen mehr Power als der X3 M40i. Hier haben wir 510 PS. Ja. Dann haben wir da hinten einen BMW M440i xDrive Coupé. Das wird der Kollege, der Herr Kratz, gleich vorstellen. Genau, da wird es dann auch noch ein Video zu geben.
Dann haben wir da vorne ein BMW Z4 M40i, also nur die High-End-Modelle hier. Also das ist so euer Ausstellungsraum. Ihr habt da drüben noch eine Werkstatt. Gebrauchtwagen habt ihr sicher auch, ne? Genau, wir haben hier vorne den Gebrauchtwagenplatz. Einmal nach rechts. Ja, du hast schon verraten, ihr habt das ganze Autohaus umgebaut. Noch bis vor kurzem war ein anderer Hersteller hier ansässig. Und ihr habt hier alles auf den Kopf gestellt und nun ist es BMW. Genau, also 2016 haben wir das Autohaus nach BMW-Standard, nach BMW-CI komplett umgebaut. Mhm. Ja, und man sieht es an den Kennzeichen. SIM ist das Kennzeichen von Simmern, korrekt? Richtig, genau. Also bei Simmern gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten. Man kann entweder SIM haben oder GOA. GOA ist genau. Was? Das steht für Sankt Goa, ist aber auch für Simmern zulässig. Ja. Okay, ja. Cool. Ja, wie ihr seht, schwenkt mal rüber. Müller Dynamik gibt es auch in Lebach, Losheim am See, St. Wendel und Simmern. Die ersten drei Standorte sind im Saarland und heute hat es uns hierher verschlagen. Webseite? www.müller-bmw.com. Genau, also wenn ihr euch das Fahrzeug mal live anschauen wollt, ob hier oder an den anderen Standorten von Müller Dynamik, kommt vorbei, Paul Groß oder ihn anrufen. Ihr habt auf jeden Fall die beste Auswahl, was BMW angeht. Ist jeder herzlich eingeladen, mich zu besuchen. Danke fürs Einschalten und dir viel Erfolg beim Verkauf. Dankeschön.